Ja, willkommen zurück. Wir müssen immer noch die Glocke sabotieren, das machen wir mal eben. Wow. Und das haben wir jetzt gemacht. Jetzt müssen wir James Kidd treffen. Nix Alarm. Die Glocken sind kaputt, du kannst keinen Alarm mehr geben. So, gehen wir mal nach James Kidd. Ah, hier ist es übrigens, wo wir gewesen sind, wo wir gesagt haben, da ist so ein Adler oben auf dem Dach, den wir erst in der Mission... Hatten wir doch... Shit, der hat die Leiche gefunden. Das ist, haben wir doch richtig geraten gehabt, dass es dann doch erst freigeschaltet wird mit der... Wow, mit der Mission. Jetzt werden wir ihn noch erledigen und dann haben wir's. So, sehr schön. Ausrauben und plündern und kugeln und 8 Real und James Kidd treffen. Halt! Keinen Schritt weiter! Bitte! Ich bin angeschossen! Ich brauche Hilfe! Gott, Thompson, sieh nach ihr, sie ist verletzt! Das ist die schlechteste Ausrede, die ich je gehört habe. Ich bin hilflos! Nun gut! Und schwach! Dann nimm meinen Arm. Gott segne euch. Boah. Komm, Edward. Man kann niemanden trauen. Lawrence Prince aufspüren. Hoi, Marlo. Mr. Prince Mike, ihr sollt die Augen offen halten. Ist Prinz, also Lawrence Prince. Ich geb's weiter! James Kidd ist schon ein bisschen weiter wie wir, die sind wahrscheinlich auf dem Dach. Ja, komm zu Papa. Sehr schön. Da oben laufen zwei. Da links laufen auch zwei. Kommt der denn runter? Oder wie ist das? Ja, komm hier runter. Sehr schön. Darf ich noch ausrauben? Das ist natürlich schön, dass es so... dass man es so auch machen kann. Komm zu Papa. Komm. Somit hätte ich nämlich dann die beiden vorderen schon beiseite geschaffen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie ich es jetzt hinbekomme. Komm hier rein! So, in dem Heuhaufen ist warm! Oh. Hallo. Guck dir. Ach, da sind zwei, oder? Oder irre ich mich da? Stimmt, da sind... Oder ist das einer? Ne, das sind... Das sind zwei. Wow! 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 Nein! Du hast nichts gesehen, hast du. Du hast gar nichts gesehen. Gut, okay. Gut, dass hier hinten schon mal nichts ist. Aber ich sehe schon, da hinten ist schon wieder so ein Turm. Oh, da kriege ich schon wieder einen Anfall. Da kriege ich schon einen riesigen Anfall. Aber irgendwie müssen wir doch die beiden hier auch loswerden können. Ja, bla bla bla. Ah, okay.
Manchmal will er sich nicht so richtig an die Wand lehnen, wie es... Get back here, you fucko. Komm hier, während der andere da unten langläuft. So. Hätten wir das ganz schnell und kurzfristig mal erledigt. Launz, ich habe jetzt gerade oben wirklich in der Missionsbeschreibung habe ich es einfach mal gelesen, Laurens Penis aufspüren. Nein, wir müssen nicht Laurens Penis, sondern Laurens Prince aufspüren. Schwertkampf genau wie bei der Liebe. Es kommt nicht darauf an, was du tust, sondern was du sagst. Genau. Du bist der unartikulierteste Nuschler, den ich je traf. Hey Mann, das ist nicht nett. Warum ist ein Fenster? Werden wir da mal einsteigen? You! Ja, ich. Ich bin Reflex. Und ich habe dich getötet. Ich will an die Kiste. Sehr schön. So, hier muss aber auch irgendwo ein Aussichtspunkt sein. Ich weiß gar nicht, können wir hier eigentlich außen hochklettern? Um die so ein bisschen zu synchronisieren hier alles. Ich hoffe mal. Ja. Das machen wir doch direkt mal. Mein Gott, was ein Anwesen. Tony Montana wäre richtig begeistert. Ich bin der Boss, ich bin der Boss. Uah! Was steht denn da unten? Achso, hat man eigentlich die Leiche schon ausgeplündert hier? Nee, das machen wir noch eben. 7 von 9 Synchronisationen haben wir schon. Das hört sich gut an. So, jetzt gehen wir nochmal ins Haus rein. So. Zack, sind wir wieder drin. Schicker Kronleuchter übrigens. Ich weiß gar nicht, was dieses Kreissymbol mit diesem Strich in der Mitte durch bei dem Adler auf der Karte bedeutet. Also da, wo ich jetzt quasi mit meinem Pfeil drauf zeige, so ein bisschen. Also das hier. Ich weiß gar nicht, ob das zum Adler gehört. Naja, ob es heißt, dass wir es halt synchronisiert haben. Uah! Okay, da oben steht auch einer. Uah! So geht's auch. Naja, immerhin. Zwar entdeckt so ein bisschen von der Wache auf dem Turm, aber... 35 Real. Sehr schön. Da unten läuft, glaube ich, auch einer lang irgendwie. Wo müssen wir denn jetzt hin? Achso, wir müssen ihn aufspüren. Er muss auf jeden Fall in diesem Gebiet sein. Oh, da unten ist eine Glocke. Die können wir sabotieren. Das werden wir gleich mal machen. Können wir hier irgendwo in die Türen reingehen, oder? Ne. Ah, da oben. Ja, das ist der auf dem Dach. Vielleicht kommen wir hier irgendwo rein. Okay, hier ist auch nur ein Raum. Obwohl hier. Ach nee, da kann man sich. Okay, da kann man sich nur verstecken. Das ist also nichts. Mann, mal gucken, dass wir hier mal irgendwie. Ja, so geht's auch. Ich hoffe, es löst gleich keine Alarm aus, weil er die Leiche da sieht. Ich werde sie mal reinräumen. Ist, glaube ich, besser, falls die da oben auf dem Dach die gleich irgendwie
anfangen rumzuschreien. Alarm! 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 Ja, wenn man ihn hier mal ablegt. Zack, zack. Das erinnert mich ein bisschen an Thief. Mit den Leichen verstecken. Ich weiß gar nicht, ob es in den Vorgängerteilen auch schon so war. Na, markieren doch. Hallo? Das ist sehr, sehr schön. Sehr, sehr geil. Du bist ein sehr, sehr geiler Typ. Du bist super geil. So, jetzt haben wir ihn noch hier. Ob wir ihn hier anlocken können, weiß ich gar nicht. Ja, der ist zu weit weg, glaube ich. Aber ich weiß, wie wir ihn anlocken. Ich glaube, da hinten ist eine... Wisst ihr was? Wir bringen den jetzt einfach hier um und dann zack und bam. Und hast du nicht gesehen? Erstmal erbeuten und dann werden wir ihn verstecken. Dann werden wir ihn da in den Busch legen. Hier so. Dann passt das doch. Dann werden wir die Glocke jetzt abschalten. Und somit haben wir das schon mal erledigt. Wow. Da ist er. Da ist Prinz. Ich hoffe mal, dass er sich da oben jetzt mal so langsam mal umdreht, dass ich hier rüber hüpfen kann. Ja, sehr schön. Wow, wir müssen ihn töten. Ja, das haben wir. Was hängst du über mir wie eine lüsterne Krähe? Willst du mich leiden sehen? Du hast selbst nicht so wenig Leid verursacht, Meister Prinz. Vergeltung, schätze ich. Ihr törichtes Lumpenpack und eure prätentiöse Philosophie. Ihr lebt in der Welt, aber ihr lenkt sie nicht. Du missverstehst mein Motiv, alter Mann. Ich bin nur auf das Geld aus. So wie ich, Junge. So wie ich. Tja, Edward hat den Weisen getötet. Und der weise Mann war wahrscheinlich auch nur, so wie er sagte, auf das Geld aus. Ich hab deinen Mann! Ich erkenne dich. Der Templer aus Havanna. Ah. Ich bin kein Templermann. Das war nur Täuschung. Wir sind hier, um dich aus der Sklaverei zu retten. Mich retten? Ich arbeite für Mr. Prinz. Dann ist er ein erbärmlicher Master. Er hatte vor, dich an die Templer zu verkaufen. Man kann auch wirklich keinem mehr trauen. Ja, super. Robert! Oh, jetzt gibt's Stress. Oh, shit. Ja, ich versuch's. Lauf. Lauf ist gut. Losing that bastard. Ah! Komm, Edward, komm, Edward. Wow. Wow. Was war das denn? Was war das denn? War das Kühe? Ach du Scheiße. Wow. Ich laufe genau in die Gegnermenge. Ach du Scheiße. What the fuck? What the fuck? Wo muss ich denn hin? Oh Gott, ich habe so viele Gegner hinter mir, das gibt's doch gar nicht. Bring the bastard down. Anonym werden, ja super. Das muss ich jetzt erstmal versuchen. Die Frage ist, wie kann ich anonym werden? Gehen erstmal hier aufs Dach auf. Ganz schnell. So. Oh mein Gott. Und ja, wie es hier jetzt weitergeht, ich sehe, meine Zeit läuft ab. Sehen wir in der nächsten Folge bei Assassin's Creed Black Flag. Also macht's gut. Tschüss.